Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir reden über Migration schon lange, sagte der Ministerpräsident. Ja, das tun wir und vor allem reden Sie über Migration gerne vor Wahlen. Passiert ist so gut wie nichts. Und lassen Sie mich zunächst einmal eine Zahl in Erinnerung rufen, die ich hier seit 2 Jahren vortrage, die nie widersprochen wurde, die aber alle wissen müssen, damit wir das Thema richtig einordnen können. Angaben der hessischen und der Brandenburger Kommunalverbände über die Kosten der Flüchtlinge besagen, dass 75 Euro pro Person und Tag aufgebracht werden müssen für Unterbringung, Verpflegung und Betriebskosten, 25 Euro für psychosoziale Betreuung, 15 Euro für Sozialarbeit und 10 Euro für Sicherheitsdienst. Ist in der Summe 125 Euro pro Tag, sind 46.000 Euro, 625 pro Jahr pro Flüchtling. Und davon, wie gesagt, 40 Euro für psychologische Betreuung und Sozialarbeit. Das macht allein für das Jahr 2023, wo wir 26.000 Migranten aufgenommen haben, so gut wie kein mehr aus der Ukraine, 380 Millionen für die Psycho- und Sozialarbeit dieser Migranten. Das geht nun schon seit 10 Jahren so. Das kann nicht so weitergehen, ganz abgesehen davon, dass diese Psychosozialarbeit offensichtlich nicht funktioniert, wenn wir stündlich Messerattacken haben, wenn wir 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag haben. Und diese Entwicklung, die wir jetzt seit 10 Jahren erleben, sie geht immer weiter. Sie wird von CDU, SPD und Grünen vorangetrieben und die mit ihnen verbündeten Splitterparteien der Linken und der FDP machen mit. Sehr geehrte Damen und Herren, so geht es nicht weiter. So geht es nicht weiter, weil es nicht mehr zu bezahlen ist. Erstens. Zweitens geht es nicht so weiter, weil wir die Infrastruktur nicht haben. Nach Brandenburg sind in den letzten 3 Jahren 79.000 gekommen. 79.000 Migranten ohne Familiennachzug. Wo sind die Wohnungen gebaut worden? Wo sind die Polizeistellen gebaut worden? Die Gefängnisse? Wo die Schulen? Was ist mit Kultur und Sicherheit? Wir haben täglich, es ist nicht mehr auszuhalten im Land, wir hatten am letzten Wochenende in Berlin 2 Tote durch Messerattacken. Philippos Tsanis in Önhausen ist totgeschlagen worden von Migranten. Wir haben den Mordfall von Mannheim. Wir haben den Mordfall von Potsdam, wo ein südafrikanischer Transmann einen syrischen Wachmann umgebracht hat. Wir haben Mord und Totschlag, wohin man sieht, wie soll das so weitergehen? Wir haben die Fälle aus Cottbus, wir haben die Fälle aus Altranft, wo Migranten Einheimische terrorisieren, Schüler terrorisieren, Frauen terrorisieren. Wollen Sie, dass das so weitergeht? Sie reden und reden und reden und machen nichts. Wir verfallen auch kulturell. Der Deutsche Lehrerverband sagt, dass das Bildungssystem nicht so weitergeht. Wir haben so viele migrantische Kinder in den Schulen, dass kein ordentlicher Unterricht mehr gemacht werden muss. So, sehr geehrte Damen und Herren, kann es nicht weitergehen. Ihr Bundeskanzler, Herr Woidke, der Bundeskanzler Scholz hat Ende letzten Jahres eine große Abschiebeoffensive angekündigt. Eine große Abschiebeoffensive. Was ist passiert? Ich sage Ihnen, was passiert ist. Sie haben es ja eben dargestellt. Jetzt habe ich mein iPad vergessen. Ihre ganzen 5 Punkte der Ministerpräsidentenkonferenz erschöpfen sich in Ankündigungen, in Prüfen, in Bitten. In Ankündigungen, in Prüfen, in Bitten. In Ankündigungen, in Prüfen, in Bitten. Punkt für Punkt. Nicht mehr. Und das Einzige, wo die illegale Einwanderung gesunken ist, das verdanken wir den Nachbarländern, Herr Woidke. Das verdanken wir nicht etwa unseren eigenen Grenzkontrollen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mich in Rage rede, aber Sie können vielleicht gelassen sein, wenn das Land vor die Hunde geht. Ich nicht. Und wir nicht. Und ich will nicht mit ansehen, wie den jungen Leuten die Zukunft genommen wird. Ihre Politikerwolke nimmt der Jugend die Zukunft. Und das ist das Größte und das Schlimmste, was Sie einem Land antun können. Die Schlepper, wir wissen es, Sie grummeln, Sie bitten und prüfen und machen nichts. So kennen wir sie vom Heizungsgesetz, vor den Wahlen irgendwelche Ankündigungen machen, damit es populär ist, hinterher alles laufen lassen. Die richtigen Schlepper, das gebe ich zu, die sind bei den Linken, ihre Freundin Rakete, heißt die Carola Rakete, die ihnen das phänomenale, gute Ergebnis bei der EU-Wahl gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch auch noch dafür, weiter so. Und natürlich die Grünen. Und die Grünen begnügen sich nicht mit Kandidaten, die 2,7% der Wähler herbeischaffen. Die Grünen machen es auf höchster Ebene. Im Außenministerium sitzen die Förderer der Schlepper. Die sitzen nicht nur im Wirtschaftsministerium, die Förderer.
Ja, Staatsanwaltschaften in Berlin und Cottbus arbeiten gegen Mitarbeiter des Baerbock-Ministeriums. Sie sollen Botschaften und Konsulate angewiesen haben, Personen mit falschen Dokumenten nach Deutschland einreisen zu lassen. Es geht um tausende Personen. Ihnen reicht es also nicht aus, Ortskräfte einzufliegen, die es in dieser Zahl überhaupt nicht gab. Sie fliegen auch noch Leute ein mit falschen Pässen, um die sie dann möglichst schnell einbürgern wollen. Sie müssen das deutsche Volk und unser Land unglaublich hassen, sehr geehrte Damen und Herren. Aber auch die CDU gehört zum Kartell. Auch die CDU gehört zum Kartell. Wir haben es ja, wir sehen es aus Nordrhein-Westfalen. Da steckt die CDU mit drin in den Untersuchungen über gefälschte Aufenthaltstitel. Und hier im Landtag, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Redmann, hier im Landtag haben wir in dieser Wahlperiode mindestens 15 Anträge eingebracht zur Grenzsicherung, zur Grenzkontrolle, zum Stopp der illegalen Migration. Wir haben auch heute einen Entschließungsantrag. Sie haben alle Anträge abgelehnt. Sie werden auch diesen Antrag ablehnen. Und das zeigt sich, Herr Redmann, was für eine Heuchelei die CDU hier betreibt. Ich will noch auf zwei Punkte eingehen zur Konferenz der Innenminister, damit Herr Stübgen nicht ganz unkommentiert hier bleibt. Auf zwei Punkte, Herr Stübgen, sind Sie nicht eingegangen, aber zwei Punkte, die, finde ich, sehr viel über die Position des Landes Brandenburg sagen und auch sehr viel, Herr Stübgen, über Sie ganz persönlich sagen. Und das werde ich dann auch kommentieren. Zum einen geht es um den Tagesordnungspunkt 29, effektive Ausgestaltung der Regelung zum Erlass von Aufdeckungsanordnungen, schwieriges Wort, was mir nicht über den Mund kommen will, im Rahmen des Cyber Security Act. Es geht also um die Kontrolle von Chats und Internet. Da hat das Land Schleswig-Holstein eine Protokollnotiz abgegeben. Ich lese mal die Protokollnotiz vor. Der Schleswig-Holsteinische Landtag lehnt eine anlasslose Telekommunikationsüberwachung ab und hat die Landesregierung aufgefordert, sich sowohl im Bund als auch auf europäischer Ebene gegen eine anlasslose Telekommunikationsüberwachung bzw. sogenannte Chatkontrolle einzusetzen. Vor diesem Hintergrund weist Schleswig-Holstein darauf hin, dass insbesondere der Schutz durchgehender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewahrt bleiben sollte. Zitat Ende. Das kommt von Schleswig-Holstein. Das ist den Applaus wert. Haben Sie sich dieser Protokollnotiz angeschlossen, Herr Stübgen? Sie haben sich dieser Protokollnotiz nicht angeschlossen. Und ich sage Ihnen, warum sind wir nicht überrascht? Weil wir Ihr Auftreten hier kennen. Und wir kennen Ihr Auftreten und kommen zum Tagesordnungspunkt 55 Ihrer gemeinsamen Innenministerkonferenz. Gemeinsam die Abwehrkräfte der Demokratie gegen Verfassungsfeinde stärken. Das ist Ihr Metier. Da fühlen Sie sich zu Hause. Wenn es schlechte Wahlergebnisse gibt, dann geht es nicht darum, die Politik zu ändern. Dann geht es darum, diejenigen, die die Konkurrenz sind, mit polizeilichen und staatlichen repressiven Mitteln von der Wahl abzuhalten, gegebenenfalls das Wahlrecht zu ändern. Gerne das Wahlrecht zu ändern über eine Erststimmenkampagne oder eben aber auch den Konkurrenten, wie schreiben Sie, den Konkurrenten die Wahlmöglichkeiten zu nehmen. Es geht um eine Ausweitung des Wählbarkeitsausschlusses. Das wollen Sie. Sie möchten Oppositionspolitiker mit konstruierten Anklagen wegen zum Beispiel auch einfacher, wie nennen Sie das, einfache Fälle von Volksverhetzung. Wahrscheinlich, Sie konstruieren Fälle von Volksverhetzung, Sie konstruieren Fälle von Straftaten und dann nehmen Sie den Leuten die Wählbarkeit. Das ist die Strategie, die Sie verfolgen. Sie verfolgen nicht die Strategie, Ihre Politik zu verändern, Sie verfolgen die Strategie der Bekämpfung der Opposition. Und Sie sind auch noch stolz darauf, Herr Stübgen. Und diese Schande erspare ich Ihnen nicht, dass ich die Protokollnotiz des Landes Brandenburg zu diesem Punkt verlese. Protokollnotiz. Brandenburg verweist als beispielhafte Konsequenz für den unbedingten Willen einer wehrhaften Demokratie zum Schutz ihrer Verwaltung auf das am 26.04. beschlossene Gesetz zur Verbesserung des Schutzes des Berufsbeamtentums in Brandenburg vor Verfassungsgegnern, in Klammern sogenannter Verfassungstreue-Check, mit dem angehende Beamtinnen und Beamte künftig einer Regelanfrage bei der Verfassungsschutzbehörde unterzogen werden. Zitat Ende. Sie sind stolz darauf? Ich würde mich für sowas schämen. Herr Stübgen, ich habe es Ihnen schon mal gesagt.
Sie verdanken Ihre politische Karriere, genau wie Ihr Ministerpräsident, der Revolution, der friedlichen Revolution des Jahres 1989 und der Demokratie, die dann im Land eingezogen ist. Und Ihr Dank dafür besteht darin, dass Sie diese Demokratie abbauen und einschränken. Das ist eine riesige Schande, Herr Stübgen. Ich bin froh, dass Sie nicht mehr wieder kandidieren. Ich kann nur hoffen, dass Brandenburg demnächst einen anderen Innenminister hat, dem es wirklich um die Freiheit, um die Verteidigung der Freiheit zu tun ist, den es um die eigenen Bürger zu tun ist und dem es nicht darum geht, das Regime der Altparteien mit Repressionsmaßnahmen zu sichern. Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen bei Ihrem Vorgänger auch schon den Wahlkampf abgebrochen und ich tue das auch hier. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.